Diese kleine, hübsche Familiensendung hört auf den Namen MTV Home und kommt jede Woche in neuem Gewand daher. Zum Beispiel in diesem. Ja, es ist schrecklich und kommt aus Amerika. Dort sind sie verkannt, bei uns sind sie ja quasi Weltstars. Wir freuen uns sehr, es gibt ein Best-of-Album und darüber reden wir. Die Bloodhound Gang ist heute bei MTV Home zu Gast. Und außerdem ist es das 451.000. Crips, was wir gedreht haben. Und wir werden es euch trotzdem zeigen. Es ist unfassbar schön, es ist unfassbar dunkel. Und so ist es halt bei Crips, es ist ja nachts. Sie waren schon lustig, da konnten wir noch nicht mal reden. Ja, es sind tatsächlich zwei sehr, sehr begabte Comedians und Schauspieler, muss man mittlerweile sagen, zusammen in einem Film, Otto's 11, heißt der. Bei uns heute Rick Cavanian und Mirko Nonchef. Oh, das habe ich ja schon fast verdrängt. Ja, es gibt eine neue Ausgabe von 99 Dinge, die jeder Mann in seinem Leben getan haben sollte. Und ganz ehrlich, auf diese Aufgabe hätte ich wirklich verzichten können. Aber ich freue mich sehr, die Jungs heute in der Sendung wiederzusehen. Außerdem haben wir ein Geschwisterpaar auf der Bühne. Sie kommen aus Australien, heißen Angus und Julia Stone. Sie haben ihr zweites Album veröffentlicht und werden heute hier bei uns auftreten. Das solltet ihr nicht verpassen. Leute, holt die Instrumente raus, die Dirigenten eures Lebens stimmen gleich zum ersten Ton an. Wir sehen uns bei MTV auch in wenigen Minuten. Wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch. Ich freue mich irrsinnig. So geht's mir jeden Morgen. Das muss ich mir mal vorstellen. Meine Damen und Herren, hier ist sie tatsächlich. Unser Rauschgiftengel hier bei MTV Home. Wer braucht denn Weihnachtsschmuck, wenn man Paulina Roginski hat? Schön, dass du da bist. Ja? Ja, nicht nur das Supertalent, auch wir hier bei MTV Home geben ehemaligen Mitgliedern der Kelly Family ein neues Zuhause. Die MTV Home Showband. Bitte sehr. Und da die anderen gerade getanzt, die beiden Gewissen von mir. Herzlich willkommen hier zur Sendung zum Wohlfühlen und zum Ausrasten. Herzlich willkommen zu MTV Home. Ich bin ein bisschen in Vorweihen weihnachtlicher Stimmung, oder? Bist du, ne? Ja, absolut. Ich habe alles gekauft. Ich habe jetzt einen Adventskalender, richtig schön. Für mich hat das ja viele Vorteile, seit ich mit ihm zusammenarbeite. Da freut man sich natürlich auch ein bisschen auf die Schokolade. Aber ich weiß, wenn das letzte Türchen aufgeht, ja, dann muss ich diesen behinderten Affen zwei Wochen nicht mehr sehen. Ja? Und das, ja, freut mich sehr. Und auf Gegenseitigkeit. Bis dahin ist er natürlich immer noch mein bester Freund, euer Moderator. Begrüßt herzlich Joko Winterscheid. Ja, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was ich seit dem 1. Dezember durchmache. Die ganze Zeit so, oh, es ist Advent, es ist Advent, es ist Advent. Und bald ist auch noch Nikolaus. Nikolaus ist im Schulraum drin. Ja. Ist auch noch Nikolaus, natürlich. Aber so ist das wahrscheinlich bei den jungen Leuten, wenn sie dann irgendwann mit 21 traumatisiert und verängstigt von ihrer eigenen Kindheit aus dem Messi-Heim ihrer alkoholkranken Eltern vom Jugendamt rausgeholt werden, ne? Die stehen halt so ein bisschen auf diesem Weihnachtskitsch. Macht nichts, wir freuen uns, dass er da ist. Ladies and Gentlemen, Klaas Häufer-Umlauf. Und heute in der Sendung noch für euch einen absoluten Klassiker gleich zu Beginn. Ja, man würde sich wünschen, dass es irgendein perverser Triebtäter ist, der da nachts bei einem vor der Tür steht, aber... Nein, 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 es ist viel schlimmer, ja. Es ist der Winterscheid mit seinem Mikrofon. Meine Damen und Herren, hier ist eine neue Folge Zuschauer-Crips. Bitte sehr. Ich fasse mich kurz, es ist schweinekalt, es ist verdammt spät. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt eine Temperatur anzeigen, aber ich kann es nicht, meine Uhr kann es nicht. Es ist Zeit für MTV Home Zuschauer-Crips. Ich habe eine Komplizin, die ich jetzt anrufe und ich verspreche euch, dass ich gleich langsamer rede, aber es ist wirklich unfassbar kalt. Ja? Hallo Lena. Ja? Da ist der Joko. Hallo. Du kommst du runter? Ja. Aber beeil dich, es ist scheißend kalt. Hallo. Boah, ist das kalt. Grüß dich. Hallo. Küss die Hand, schöne Frau. Hier riecht's gut. Wen treffen wir denn jetzt alles? Leila und Nora. Leila. Und ein Freund von Devin. Das heißt, ich kann mich daneben benehmen. Natürlich. Hallo. Hoppala! Hoppala!
Was glaubt ihr, machen wir jetzt? Die WG angucken. Gut finde ich euer Bett. Das ist kein Bett, das ist ein Sofa. Ja. Gut finde ich euer Sofa. Wir suchen noch eine Matratze. Wir suchen noch eine Matratze. Wenn irgendjemand eine Matratze hat für uns. Ja, dann bitte spenden. Was ist denn so in eurer Küche das, wo ihr sagt, das macht diese Küche zu eurer Küche? Der Kühlschrank, eindeutig. Das ist lustig. Warum sind wir so klein? Weil wir noch kein Geld für einen größeren hatten. Also ja. Auch hier wieder, wer einen Kühlschrank hat, gerne. Gehen wir doch einfach mal weiter. Wo ist denn das Klo? Klo ist hier. Willst du erstes Mal angucken? Nee, ich müsste nur mal. Gerne. Vielleicht könnt ihr dann schon mal vorgehen und ich gehe kurz da rein. Ja, ja, mach du doch mit ihr bitte mal kurz den Kürz. Ich komme dann dazu. Also, Lena, das ist also dein Zimmer? Genau. Schön, dass du es hier. Dankeschön. Du kennst dich also mit Nivea ein? Ja, tue ich, unter anderem. Okay. Ja, und? Diese Lampe da, woher hast du die? Ikea. Ja? Mhm. Boah, sieht aus wie eine wunderbare Designerlampe. Was ist so das Highlight in deinem Zimmer, was dein Zimmer zu deinem Zimmer macht? Ich würde sagen, es ist mein Schrank, dem eine Schranktür fehlt. Und zwar, weil mir beim Umzug, als wir hier im Oktober umgezogen sind, diese Schranktür, Spiegelschranktür geklaut wurde, auf der Straße unten. Ja! Hause zu! Los geht's! Du, raus! Mit dir mache ich jetzt weiter hier. Nein, nein, nein. Guck mal hier, Kamera. Komm doch mal zu mir jetzt, ich stelle dich so an. Mission 1 complete, Mission 2 and 3 still to come. Willst du meine Brille aufziehen? Mhm. Und? Dreckig. Und du magst es doch dreckig. Na? Was geht ab bei dir? Du hast dir deinen Abend auch ein bisschen anders vorgestellt, ne? Drei Mädels, und dann kommt hier noch ein anderer Gockel rein. Ihr Schwein. Jetzt mal unter uns. Ja, okay. Hast du noch Bock auf ein bisschen Glockenspiel heute Abend oder warum bist du hier? So, dann wollen wir mal rein in die gute Stunde. Nee, lass Licht ruhig aus. Eine Rose. Wir haben ja schon angefangen, jetzt hier so eine Einkaufsliste zusammenzutragen. Wir brauchen eine Matratze, Lena braucht ein Bett. Mhm. Brauchst du irgendwas für dein Zimmer? Einen Fernseher. Plasma? Ja. Groß, ja. Klein? Wie magst du es gerne? Groß. Am besten so groß wie die Wand, ja. Wir machen ja einen Einkaufszettel für euch fertig, ne? Genau, das ist sehr schön. Du bekommst das Bett. Und ich hätte gerne noch ein Praktikum. Ein Praktikum? Ja. Wo willst du ein Praktikum machen? Bei einem Fotografen. Du spielst Gitarre? Oder liegt die nur so da? Ja, die... Also Nora und Lena schulden mir noch einen Betteinsatz. Ja. Und zwar sollen sie Tokyo Hotel durch den Monsun singen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Gelegenheit, um das wahrzunehmen. Das finde ich total gut, oder? Das machen wir doch gerade. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm, am Abgrund entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran, irgendwann laufen. Wir zusammen. Ja, Mädels, das hatte doch schon sehr viel Schönes. Also ich wäre dann soweit.
Wisst ihr, was passiert beim Crips, wenn man fertig ist? Du bist rausgeschmissen. Dann gehört richtig weg. Darf ich dich rausschmeißen? Ja, bitte. So, hier ist jetzt auch Feierabend. Zack, 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 zack. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Natürlich auch Gäste heute, ja, wunderbare, nette Gäste. Ich weiß nicht, ob Sie einen Adventskalender haben. Ich möchte das Thema auch nicht überstrapazieren. Nee. Aber wenn Sie einen haben, dann auf jeden Fall einen mit Pipi, Kaka und Kotze drin. Es sind die Gentlemen der amerikanischen Proletenmusik. Heute bei uns die Bloodhound Gang. Freut euch auf diese Herrschaften. Außerdem noch zwei sehr lustige Kollegen, kann man quasi sagen. Ja, die waren schon reich und berühmt. Da sind wir beide noch halbnackt durch die Wohnung gelaufen, haben mit Wachsmalstiften an die Wände gemalt. Ja, bei uns aus dem Film Otto's Eleven, Mirko Nonchev und Rick Kavanian. Außerdem haben wir noch Musik, ja, und das solltet ihr nicht verpassen. Ein Geschwisterpaar aus Australien, sie haben jetzt ihr zweites Album veröffentlicht, Julia und Angus Stone. So heißen sie und werden auf unserer Bühne stehen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da sind. Das ist wirklich ein Erlebnis. Ich würde ganz kurz hier das laufende Programm gerne für eine wichtige Mitteilung unterbrechen. Sag mal, kannst du dich noch an unser Backpfeifen-Aushalten erinnern? Da kann ich mich dran erinnern. Was soll das jetzt? Wer hat das nochmal, also jetzt nur so, wer hat das gewonnen? Du. Wer hat verloren? Ich. Was haben wir gesagt, kriegt der Verlierer nochmal? Backpfeifen. Wie viele? 5. Wie viele Backpfeifen hast du denn schon bekommen? 2. Bleiben wie viele übrig? 3. Falsch! Nur 2, denn das war... Ja, sehr, sehr lustig. So, jetzt haben wir mal wieder Besuch und da freue ich mich sehr drüber, ja? Der eine ist bekannt geworden mit der Bully-Parade, mittlerweile natürlich Schauspieler und eigentlich überall zu sehen. Der andere ist bekannt geworden mit RTL Samstag Nacht. Dann war er 10 Jahre hauptberuflich in der Expedia-Werbung zu sehen und jetzt ist er wieder zurück mit einem Auftritt beim Comedy-Preis. Hat er sich zurückgemeldet, die sind beide im selben Film zu sehen. Otto's Eleven heißt er. Hier sind Rick Kavanian und Mirko Nonchev. Herzlich willkommen. Guten Tag, ich freue mich wirklich sehr. Schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Herzlich willkommen. So, nehmt bitte Platz, kommt zu mir rüber. Einer auf die Lehne. Einmal hier, bitteschön. Einer dort, einer dort. So. Er kann es immer noch. Ja. Spaß muss sein. Ja. Das ist die Sekundenklima. So. Nee, ist ja noch nicht. Die Frage wurde die schon gestellt. Bitte rate du, das geht nicht. Oh Gott, ich kann nur einseitig atmen. Komm, mach der andere auch noch zu. Warte mal, ich brauche ein Glas Wasser. Nee, ist wirklich trocken hier. Ja. Ja. Warum? Das weiß ich doch nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich möchte gerne einen Sachen. Oh. Ich habe gerade einen Espresso getrunken. Espresso doppelt. Ja. Ja, ach Gott. Also, ja. Das war die falsche Frage. Ich möchte das nicht. Also. Das stimmt. Der Film heißt Batman. Und das ist nicht nur so, sondern es ist Forever. Oh Gott, was ist hier los? Kein Problem. Müssen wir jetzt einen Cut rufen? Ja. Aber wann kommt euer Flugzeug? Müsst ihr nicht langsam mal los? Wir fliegen selber. Ja. So. Wie dieser John Travolta. Der fliegt das selbst auch, ne? Ja. Okay, wir machen jetzt womit gleich mal so, ja, nach diesem erfrischenden Interviewpart direkt am Anfang, ja, machen wir jetzt ein Spiel. Und zwar, kennt ihr das Spiel Tabu? Tabu. Ja, Tabu. Das ist ja Tabu, das kenne ich nicht. Ja, genau, man muss... Ja. It's a brain, the brain. Entschuldige. Pass auf jetzt. Schnauze jetzt mal alle beide. Ich würde gerne dieses Spiel erklären. Ja? Also da muss man Begriffe erraten. Ja, naheliegende Wörter darf man nicht sagen. Umso schwerer ist das Ganze, vor allen Dingen für dich. Ne? Und ihr wollt ja sicherlich Werbung. Wir sind nicht aus Quatsch hier, sondern ihr wollt ja Werbung machen für den neuen Film Otto's Eleven. Ne? Hat er ja gesagt. Das heißt, wir spielen jetzt mal ein Spiel. Ihr dürft gerne Probe machen, so viel ihr wollt. Allerdings ja mit den Regeln des Promo-Tabus. Und los geht's. Wow. Wo steht denn das? Ich weiß es nicht. Promo-Tabu.
Weiter geht's hier in der strukturierten Sendung MTV Home. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Gäste haben, die das mit uns spielen. Ja, Promotabu, ihr dürft gerne so viel reden über den Film, wie ihr möchtet. Ich stelle die Fragen, das sind die Begriffe, die ihr nicht sagen dürft. Ansonsten gibt es einen, aber den hat der Mirko gerade schon ausprobiert. So, Otto's Eleven, worum geht's? Otto wollte ja selbst im Vorfeld gar nichts erzählen. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich muss mich nicht schämen für die... Aber interessant ist für die Otto's Eleven Filmkassette. So, jetzt kommen wir direkt weiter. Ist der Humor wirklich so klar und verständlich wie in den letzten Otto-Filmen? Ja, nein, Humor wie Otto. Falsch. So. Was? Woher wissen Sie mehr als wir? Ich frage jetzt mal nicht um den heißen Brei herum. Dürfen wir nicht hingucken? Ist der Film eigentlich eine... Nein, ihr dürft das nicht benutzen. Nicht benutzen? Ja, hast du kapiert? Jetzt habe ich es. Ja. Da haben wir mal ein bisschen was nicht zum... Benutzen. Dürfte man Praline benutzen? Zum Beispiel. Könnte man. Okay. So, also... ist der Film eigentlich, und jetzt mal klar heraus, eine Parodie auf Ocean's 11 liegt ja irgendwie nahe. Tja, original? Ja. So. Ah! Jetzt hast du aber das Spiel kapiert. So. Ja. Aber das Spiel ist jetzt verstanden. Rick, du hast ja schon mal mit Otto gedreht, ja? Ist das am Set so, wie man sich das vorstellt? Nein. So, Mirko, du bist ja ein alter Otto-Veteran, ja? Ehrliche Antwort, wie viele Gags kanntest du schon vorher? Zwei. Ja! Entschuldige. So. Das ist doch Nubuk. Ihr habt den Film bestimmt schon gesehen, ja? Wie würdet ihr den Film denn so beschreiben? Ja, er hat ihn ja gesehen schon. Da kannst du jetzt aus dem Vollen. Eine ordentliche Portion Mystery. Oh, es ist Leidenschaft mit dabei. Es geht um Wasser. Und um Kunst. Gewisse Ähnlichkeit mit Avatar. Sarah Nuru. Ja. Mit dabei. Das ist schön, das freut mich. Ja, wunderbar. Wir gucken uns mal einen kleinen Ausschnitt an, ja? Vielleicht ist der, ich weiß nicht, warum die hier so kryptisch über einen Film erzählen, der wahrscheinlich auch für andere Leute verständlich wäre. Aber wir haben ja ein paar Bilder, also können wir reinschauen. Bitte schön. Hallo. Otto's Eleven. Wir sagen Otto. Ich sag was? 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 Ich sag was? Sie sagen Otto. Er sagt 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 was? Ich sag was? Halt! Eben noch ein Erinnerungsfoto. Gewohnt gelassen gucken. Gucci. So sieht's also aus. Das sind die ersten Bilder aus Otto's 11. Ja, der wird wahrscheinlich wieder irrsinnig erfolgreich. Ja, war ja auch alle anderen, aber das sprechen wir gleich über. Jetzt spielen wir erstmal. Die Charakterzeichnung in Otto-Filmen, ja, spielt ja eher eine Nebenrolle, ja. Beschreibt doch trotzdem mal eure Rolle im Film. Also ich weiß nur, dass ich für den Film extra zugenommen habe. Und das Schöne ist, ohne Special Effect während den Dreharbeiten wieder abgenommen habe, bis zum Schluss des Filmes. Ja. Was natürlich sehr wichtig für die Rolle auch war. Ja. Ich bin nämlich ein Fitnesstrainer. So. Mensch, scheiße, ich hätte... Wonach wurdet ihr besetzt? Was war der Grund? Kriterien? Das alle Kriterien? Drei, Zeit, genau. Abitur. Abitur. Das sind drei, er nun wieder. Sehr gut. Aber es ist richtig. Ja. Wunderbar, ja, das freut mich. Ist es eine große Ehre, ja, mit dem Großmeister der deutschen Comedy zu drehen, oder heißt es für zeitgenössische Komiker eher schnell weg, Otto kommt? Nein, nein, gleiche Pointe hat der Gleichen. Ja? Gleich und gleich lacht gerne über den Gleichen gleich. Ja. Ja, also kommunistische Haha-Komödie. Das freut mich. Schade, dass wir das nicht aufgeschrieben haben, wo es doch so nahe liegt. Ja? Ja, apropos kommunistisch, Paulina. Hey, ich bin ja im Exil hier. Ja, bei uns geht es gleich weiter nach der Werbung mit den Elder Statesmen des amerikanischen Proletenpops, Bloodhound Gang. Außerdem wird Serdar Somuncu das Niveau dieser Sendung wesentlich senken. Und außerdem kommt zum Ausgleich dann Engels und Julia Stone vorbei. Bis gleich jetzt.
Und Sie haben einen gemeinsamen Film, ja, in dem Sie spielen. Otto's 11 heißt der. Wie ist das denn, wenn man mit Otto zusammen dreht? Ja, ist das dann, und man findet jetzt irgendwas nicht ganz so lustig, ja? Kann man, wie ist der empfänglich für Kritik, konstruktiv, dass man sagt, du, so wär's doch vielleicht ein bisschen lustiger, oder hält man einfach die Fresse, weil er Otto ist? Per Einschreiben. Ja? Per Einschreiben an seine Hütte in Holdihöldihö. Und dann kommt das nach Drehschluss an und dann ist es meistens zu spät. Nee, er ist sehr empfänglich. Er ist sehr empfänglich. Im Gegenteil, wir saßen oft zusammen, wie so einer kleinen kommunistischen Kommune, ja, und haben gesagt, nee, das finden wir nicht gut. Und er hat gesagt, wieso? Wir konnten es nicht begründen. Und dann haben wir es genauso gemacht, wie er es wollte. Nein, es war, nee, es war aber er streicht auch gerne mal Text. Das macht er auch. Das macht er gern. Aber, nein, es, war aber es wird trotzdem gut bezahlt. Deswegen sagt man, komm. Aber Otto, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es war wirklich sehr, also jeder konnte sich einbringen. Es war, ja, das stimmt, sag doch mal was. Ja, das stimmt. Das sag ich doch. Aber stellt sich da irgendwann so, die Tafel ist gar nicht mehr da. Nee, das ist also weiter. Da ist der Interviewer. Kannst du, pass auf, stellt sich irgendwann, also vielleicht auch gerade du eine Erfahrung mit, als du als Zwerg, ideale Besetzung, klar, hat man natürlich sofort gedacht, du sicherlich auch, ich als Zwerg, sicher, passt. Stellt sich da dieser Effekt ein, wie auf Kostümpartys, dass dann irgendwann so Leute vergessen, dass sie kostümiert sind und dann über ernste Themen reden? Also gibt es schon mal Streit im Zwergenoutfit? Könntest du die Frage in drei Teile aufteilen, bitte. Ja, den habe ich gerade. Den letzten Teil hätte ich gerne nochmal. Ob man im Kostüm, ja, gerade. Gibt es manchmal so, ihr seid so albern verkleidet, weil das halt dazugehört, und dann gibt es aber Streit, ja? Dann, nein, wird immer ganz ernst irgendwas besprochen. Gibt es da so absurde Situationen, dass man in so einer Märchenhütte steht mit so einer Zipfelmütze und dann so sich anschreit? Ja, okay. Ist das alles, was er gesagt hat? Nein. Ja, ja. Es war gemorst. Es war nicht ein. Also ist, nein, das gehört ja, da ist man Profi genug zu sagen, das ist ein Film, das ist nicht die Realität. Ja. Wir sind alle gleich und ja. Ja, so, und nennen wir noch mal drei schlagkräftige Gründe, also du merkst die Strukturierung dieser Frage, drei schlagkräftige Gründe, warum man sich diesen Film jetzt anschauen sollte. Humor. Ja, Familie. Ist es wirklich lustig? Sehr lustig, ich, ja, hab's gesehen. Ich hab's noch nicht wirklich gesehen. Obwohl ich allein im Kino war. Mit Sky Dumont habe ich gelacht. Der hat ihn synchronisiert. Ich habe laut gelacht. Mit Sky Dumont. Er hat noch lauter als ich gelacht. Das wäre, glaube ich, also das wäre wirklich mal so ein Qualitätsbarometer. Ja, wenn Sky Dumont neben einem sitzt, man trotzdem noch lacht, ne, dann muss er wirklich lustig sein. Sehr humoriger Mensch. Ja. Aber das ist. Ich bedanke mich sehr, dass ihr heute hier wart. Wieso? Ja. Wie, das war's jetzt schon. Ja, ihr könnt aber gerne noch hier sitzen bleiben, denn wir haben noch jemanden, der auf andere Art und Weise probiert, lustig zu sein. Und zwar, indem er einfach den Hass der Welt in sich aufsaugt, ja? Und dann kommt es einfach so wieder raus und das findet der lustig. Ein bisschen anders als wahrscheinlich Otto's 11. Deswegen schaut euch das mal an. Hier ist unser hasserfüllter Kollege Serdar Somuncu. Herzlichen Dank an Rick Kevanian und Milko Nonchev. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ja, ich bin's. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich mochte es noch nie und mag es immer weniger, dieses Weihnachtsgedusel. Auf dem Weihnachtsmarkt ein Glühwein saufen, Sentimentalitäten in Liedform. Ja, und dann wird es so gemütlich, bloß weil es ein bisschen geschneit, geschnien, geschnaubt hat. Heißt ja auch geschrien und nicht geschreit! So eine Scheiße. Da lobe ich mir die Moslems. Ja? Während wir uns immer noch Gedanken darüber machen, warum Jesus eigentlich verreckt ist, ob er ans Kreuz genagelt werden musste, weil er zu viel genagelt hat, da gönnen sich die Moslems noch nicht mal Freude. Ja, dürfen nicht essen, nicht trinken, sich nicht anfassen. Nur ein bisschen rumballern dürfen sie bei Gelegenheit. Oder ein bisschen Flugzeug fliegen. Ja. In diesem Sinne, fröhliche Vorhaut-Weihnachtszeit. Ja, scheißt euch ein. Mich kotzt es an. Ja, Heil Hitler. Also nein, Heil Jesus. Tschüss. Ach, in der Weihnachtszeit noch schöner, ne? Ja. Oder? Das ist man so richtig eingestimmt. Du hast echt irgendwie ein Problem mit dieser Weihnachtszeit. Ich glaube, das wird uns noch zum Verhängnis. So. Das ist noch ein bisschen hin. Ich finde das schön. Warum muss man das immer alles scheiße finden, wenn irgendwas dekoriert wird? Der Himmel. Ich dachte ganz kurz heute, dass ich vielleicht das... Ups, da verliere ich schon den Ton vor Freude. Ich dachte ganz kurz heute, dass das vielleicht ein unstrukturiertes Interview werden könnte, was ich führe. Aber ich glaube, das wurde gerade getoppt von Herrn Nonchev und von Herrn Kevanian. Hier sind zwei Teile einer legendären Band. Hier sind Jimmy Pop, ja, und Evil Jared von der Bloodhound Gang. I saw your panties. Take a seat.
I was a little bit afraid seeing you last time I saw you try to kiss me from the first moment on. Right, right. I apologize for that. Would you pick up a vibe from this guy? No. I just wanted to make sure because he was just standing in front of me again. And I was kind of. I don't know. I've been out on the street a lot. Yeah, right. I heard stories about you too. You know that guy. I heard stories about you. You know that guy from home. Like he's a little. I'm like, no. That dude's totally straight. But I mean, if you guys are out at a bar. And it's just the two of you guys. It's like 5 a.m. There's no tricks left. You guys will get it on, right? Yeah, klar. Okay, everybody knows that. Ich will unterstellt Klaas und mir gerade ein ähnliches Verhältnis. Und ich finde, es ist einfach an der Zeit zu sagen, ja. Ich finde das aber auch nur aus dem Grund scheiße, weil einem dann die Stütze abgedreht wird, ne? Ja. Okay. Aber gestern war ein geiler Tag. He's a guest in your country. Yes. And he thinks it's okay to come here and insult you guys like that. Ooh, and yeah. I don't appreciate that. That is not an insult. Learn German and then talk about you it. You look at it from an American perspective. Mein Freund. Alles klar, ja. Jimmy sagt gerade so, ich will, hast du wieder getrunken? Yeah. Has he been drinking? Him? Yeah. No, what I wanted to say, when I tried to kiss you, it was like, that was like 3 years ago? Something yes. like that? Something yeah. like that. The Backstreet Boys were there too? Right, and tried to kiss them as well. Yeah, I did. We had a. And they let me kiss we had a gang, them. We had a gangbang going on. Also, we had a gangbang with the Backstreet Boys, yeah, and Jimmy Pop, weil der erste angefangen zu küssen, und ich sag, von da an kann ich mich ja nichts erinnern. Aber kann es zumindest. Nick Carter has the cutest little birthmark right here. That richtig. I saw that night. Richtig. No one really knows about it, but me. Yeah, yeah I saw it too. Also er sagt gerade, wie gesagt, der Gangman mit Backstreet Boys war super und er kann sich noch an dieses süße kleine Geburt, wie heißt das, Leberfleck, an das Leberfleckchen erinnern, was Nick Carter da unten hatte. Schön. Jetzt ist all das, was ich mir vorgestellt hatte zu fragen, schon weg. Actually, the weird thing is, you guys are back, but it's just the two of you. Why are the others not there? Are they too ugly for TV, or? Well, we're take a look at us. No, this is... If we can make it on TV, anybody can. Yeah, we're kind of like the Howie and Nick of the Bloodhound Gang, you know? We're the ones everybody wants to talk to, because the other ones are, what, Long Violet, right? Yeah. Long Violet. Yeah, Long Violet. Okay. No. Should we try to do the whole interview in German so that everybody can realize? Yeah. Can you do this? Yeah. Kannst du auch Deutsch? Ja, ein bisschen, right? Oh. Ein bisschen. Ja, these are wird hässlich bekommen. Dieses wird hässlich bekommen, ja. Wie lange bist du jetzt in Deutschland? Seit 4 Jahren. Ja, ja. Und ich schaue Homeshow ein bisschen, aber schaue ich jeden Tag Sesamstraße. Ja. Jeden Tag. Ja. Und dies ist wie gut meine Deutsch ist. Ja, wie ein Vierjähriger halt, ne? And he also lives in a garbage can. Ja, so wie Oscar. Wie Oscar aus der Mülltonne. Wir sind aber jetzt nicht hier, um über die Sesamstraße zu reden, sondern über euch. Es gibt ein neues Video und es gibt auch eine neue Platte, da reden wir gleich drüber. Jetzt schauen wir erstmal in das aktuelle Video der Bloodhound Gang rein. Woo! I'm gonna come to your house on the back of a horse with a bunch of villagers carrying torches. Most of them like monsters like you, girl. All together, Uki, das ist die aktuelle Single, auch das aktuelle Video von der Bloodhound Gang. And today, actually, is the day that you guys brought out your first best-of album. Show us your hits. Yes. Funny pun that you made up there. Right. The problem is we don't have that many good songs. So after 18 years. Yeah, you would think, but the record company's like, you need to put out greatest hits. And we're like, that'd be like one song. Yeah, so we have three of ours, then there's an Us Five, a Rammstein song, right? Yeah, and then we got Tokyo Hotel. Yep, and the rest and, are other one, people's songs. Yeah. The rest are, we filled the rest out with Sarah Connor. But yeah. You did something with Yatsen, too. Yes. They needed a song for the Jersey Shore soundtrack, and they wanted that in English, and they're like, I know. Serious? It's on the Jersey Shore soundtrack? Also, the Yatsen sind auf dem Jersey Shore soundtrack zusammen mit Jimmy Pop Disco Pogo? Yes. In English, and they're like, we want a fat American to sing it with us. So there I was, right in. Well, what is disco pogo in English? Disco pogo. Oh, great. Turns out, okay, auf Deutsch, Ding-a-ling. Ding-a-ling. Same.
It is the same. Yeah, it's the same too. Also es sind eine Menge Hits auf diesem Album, was da rausgekommen ist oder rauskommt am heutigen Tag von Ihnen. Show Me Your Hits, ja, aber es sind auch Songs drauf von Us Five, von vielen anderen Bands, die einfach nur das Album dann vollgemacht haben. Aber ein Hit in dieser Sendung ist das 99 Dinge mit Paulina. Ja, da bleibt nur eins zu sagen, die ganze Redaktion sowie komplett Viacom International standen geschlossen hinter mir und ich darf mit Stolz verkünden, hier eine neue Ausgabe von 99 Dinge. Bitte sehr. 99 Dinge, die jeder Mann in seinem Leben getan haben sollte. Mit Paulina Wojcicki. Paulina, ja. Ich habe noch was für dich. Scheiße, ein goldener Umschlag. Es geht direkt los, ja? Wie jetzt? Die Bloodhound Gang wartet auf dich. Nein. Doch, du musst zur Bloodhound Gang. Die warten jetzt auf dich. Jimmy Pop ist bereit. Das gibt's nicht. Ich habe jetzt mitten in der Sendung diesen goldenen Umschlag bekommen. Mitten in der Sendung, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Ich soll jetzt 99 Dinge machen. Mit der Bloodhound Gang. Das wünsche ich noch nicht mal meinem schlimmsten Feind. Weil die sind echt eklig. Also Juck und Klaas, ich meine, ist ja okay, wenn ihr es mögt, mich zu quälen. Jedem das Seine. Aber gleich so gemein zu sein, egal. Ich meine, jetzt bin ich ja schon da, wo die ihr Video drehen. Fuck. Das sind vielleicht nette Jungs, aber die machen schon ekelhafte Sachen. Deswegen habe ich hier auch ein Beutelchen dabei. Da sind ein paar Utensilien drin. Und verdammte Scheiße, ich gehe da jetzt einfach. Video. Thank you for the invitation. What a beautiful girl. May I kiss your hand? Oh. You're a nice guy. I tried to be nice. Sweet as the... Jimmy, stop. Jared und ich weiß ganz genau, wenn ich ihn das erste Mal sehe, dann macht er immer diesen Pitstop. Also bei mir hat er den noch nie gemacht, aber bei allen anderen. Davor habe ich Angst und ich habe gehört, Angriff ist die beste Verteidigung, also auf geht's. Well, not a castle rocket, and everyone's feeling all right. All right, set out a wind.
fertig. Ich habe jetzt echt alles gemacht. Das reicht. Alina ist sich einfach... War toll, oder? Ja, für nichts zu schade. She did a great job, did she? Yeah. Yes. Yeah, yeah. Sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Now us, we should never be invited again. No, but you know, this is it generally. But we do have one more possibility to maybe rescue your appearance on German TV. Yes. Ja, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, meine sehr verehrten Damen. Wir machen ganz kurz Werbung, dann sind wir zurück mit den Herrschaften hier. Aber jetzt habe ich schon fast die Hälfte vorweggenommen. Genau, und außerdem kommen noch Agnes und Julia Stone vorbei. Und wir haben einen neuen wöchentlichen Gewinner unserer Aktion Gemeinsam Dumm. Und hier die Werbung. Ich hab heute nichts verfahren, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns Willkommen zurück zu MTO, hier ein Teil der Flutter und Gang und gleich noch bei uns Angus und Julia Stone live und Jimmy Pop und Evil Jared beehren uns. Es gibt ein neues Album der Bloodhound Gang, ein Best-of sozusagen aus 18 Jahren. Show me your hits and I'm interested in what you've been doing the live. We do met Evil a lot of times and we didn't meet you, so what happened in your past? Besides hanging around in job centers or something. I think I really have a problem because I follow people on Twitter who I don't even know, and I just sit there and read their nonsense all day, and then nothing in my life ever happened. And that's completely honest. That's the past 2 years. I mean, 2006 they invented Twitter. That's all I've been doing. Last 4 years. Like, you know, like Belgian stamp collectors, and a child's Canadian hockey league. Yeah, you know, good. And I'm just like, oh, I really hope they win tonight. I don't even know who I'm talking about. Also, ich wollte eigentlich wissen, so, wie es für ihn war in der Vergangenheit in Amerika, weil man hat immer nicht so viel mitbekommen, ob man viele Jobs in Ordnung hat. Er meinte so, nee, tatsächlich ist so, er hängt einfach nur von Twitter und hat keine Ahnung, wen er so followt, aber er liest einfach, was sie so posten und dann kann es auch sein, dass man der kanadischen Kinderhockeyliga Follower ist und dann feststellt so, fuck, die spielen ja heute Abend, hoffentlich gewinnen sie oder irgendein belgischer Briefmarkensammler, ja, so Sachen. Das ist spannend. But are those things sources for new songs for you guys then? So are we... Obviously not. That's why we had to put out a greatest hits, you know? Okay, not. No, no one wants to hear a song about a Mexican girl that likes Twilight. Kind of, I get the feeling. I wrote it, but no one wanted to hear it. Kind of, I get the feeling you're not even lying. It's the truth you're telling. Yeah, I was being honest. Lighter. Yeah. What did he say he's been doing? You said we've been doing a lot together. Jägermeister does not count as a lot. Okay. A lot of Jägermeister. Oh, a lot of Jägermeister. We've been to several TV shows together and the usual shit. Sometimes he steals my clothes and makes me go to this Kit Kat club in Berlin. I mean, besides that, nothing. Nothing happened. No. But are there really, seriously talking, are there plans for another album? Or is that just like the last breath of Bloodhound Gang? Next year. We are always talking about another album. Yes. We've talked about that like two years ago already. Seriously. I know we've talked a lot of shice before, but with the greatest hits coming out and an actual album next year, by this time, December 3rd of next year, you will be as sick of us as you are of Katy Perry right now. Mark my words. Okay, also ich wollte einfach nur mal ernsthaft wissen für alle die diese Band genauso vermissen wie ich, ob denn jetzt was Neues kommt oder ob das Album jetzt das letzte ist, das Best of. Er hat gesagt, nein, hat Evil uns gerade versprochen. Nächstes Jahr, am 3. Dezember, habt ihr die Schnauze von uns so gestrichen voll, wie ihr sie im Moment auch gestrichen voll habt von Katy Perry. Und I'll nail you on those words. You got it. Okay, hervorragend. Also wir haben hier einen Deal. Guys, thank you very much, sir. You're very fast and thank you. I say thank you first. Okay. Next time you're here, you have an old album then. Yes. A real one. Something like with that. New stuff. Yeah, yeah. Great. Exile on that's what we're telling you now. Perfect. Vielen Dank. Americans lie. Es ist so schön. Ja, wenn Sachen zusammenpassen, ja, wenn man das Gefühl hat, dann muss man jetzt nicht irgendwie das eine Feld komplett verlassen, nur wenn man jetzt was Neues aufmacht und dann ist das auch so für den Zuschauer schwierig, jetzt so umzuschalten. Deswegen bleiben wir gleich dabei. Viele Leute beschweren sich darüber, dass junge Menschen sich nicht mehr engagieren. Das ist Quatsch, ja. Seit wir die Aktion gemeinsam dumm haben, rennen uns die Bekloppten hier in der Redaktion die Türen ein. Und wir sind sehr, sehr stolz und können jetzt heute auch mit genau diesem Stolz verkünden, wir haben wieder einen Wochengewinner. Einen gemeinsam dumm Wochengewinner. Und hier kommt er. Bin
Zimmerflur. Hotel, ein kleines Haus. Junge, warum hörst du mich nicht mehr? Die beiden Türen. Lass doch mal. Ein kleines Haus. Amerika. Dumme aller Länder, vereinigt euch. Ja, Dummheit kennt keine Grenzen. Hier bei MTV Home. Ja? Und wenn ihr auch dumm seid, vielleicht noch viel, viel dümmer als das, was ihr gerade gesehen habt, dann hätten wir gerne eure Bewerbung. Ja? Eure Dummheiten bitte auf Video an mtvhome@mtv.de. Und zu gewinnen gibt es dieses billige T-Shirt. Und gar nicht billig, sondern wirklich high class ist das, was wir jetzt für euch haben. Wochenlang bin ich durchs Berliner Nachtleben gefahren, habe diesen Song gehört und immer nur im Radio und dachte mir so, wer ist das? Und heute ist es wirklich eine große Ehre für uns, diese Band hier zu haben, die diesen Song gespielt haben, den ich immer gehört habe. Hier sind für euch Angus und Julia Stone mit Big Jet Plane. Yeah.
Angus and Julia Stone. It really, is it still amazing for you guys to listen to your own music too? Because it really feels like my heart is bumping like Fresh in Love. Well, thank you. Yeah. It's good fun to play. It's good fun to play. Yeah. Yes, I'm a little bit nervous right next to you, but this is maybe because you look good. Talking yeah. to you. Yeah, but I can say it was very beautiful, so thank you very much for being on the show. Angus and Julia Stone, das zweite Album. Also könnt ihr jetzt kaufen, sag mal, die war doch immer so ein Mädchen, wo ist die eigentlich? Hä? Wovon redest du denn jetzt? Nee.